Ich habe die Schranktüren zugemacht, damit es etwas ordentlicher aussieht. Hab dann erstmal gleich eine Ansage von Cosmo bekommen. Welches Spatzenhirn ist eigentlich auf die Idee gekommen, die Tür hier zuzumachen? Muss ich jetzt schon wieder so lange Kratzer reinmachen, bis die wieder aufgeht? Cosmo, was willst du denn da drin? Ach auf, ich habe da was vergessen. Was denn? Dein Gehirn offensichtlich. Sie fragt immer so, als ob es sie was angehen würde, was ich wo vergessen hätte. Und wo ist überhaupt Apollo? Der ist im Bad und beobachtet Vögelchen. Mamka, wo ist meine PM? Deine was? Meine Makarov. Meinst du dein Wasserpistolenspielzeug? Ja, aber sag das nicht den feindlichen Federfressen. Nachdem Cosmo das Wort Wasser gehört hat, ist er sofort abgehauen. Warte, mein Bruder, wir müssen sie nicht eliminieren. Ich kann sie auch zusammentreten. Ich bin dann runtergegangen, Apollo ist noch oben geblieben und später hat er sich die Fersen geputzt. Vielleicht hat er wirklich ein paar Vögel getreten. Später sind wir dann zusammen in den Garten gegangen und die Katzen saßen schon wieder vor der Lücke, die ich sorgfältig vorher verschlossen habe. Ja, Mutter, bist du jetzt stolz auf dich? Keine Sorge, mein Bruder, ich hole einen Löffel. Bin schon aus anderen Gefängnissen ausgebrochen. Um die Katzen auszulassen und von ihren Fluchtversuchen abzulenken, habe ich mit denen ein bisschen mit der Federangel gespielt. Bei Cosmo hat das gut funktioniert, er will immer sein ganzes Können zeigen. Apollo hat aber nicht so ganz verstanden, dass es ein künstlicher Vogel ist. Kosmos, wo bist du? Feindliche Federfressen attackieren uns wieder. Mamka sagt, Kosmos, er soll in meinen Schutz graben. Hier sind wir sicher. Kosmos, geh zum Sumpfmonster in den Graben. Es gibt keine Sumpfmonster. Bin doch kein kleines Kind mehr. Als ob ich auf sowas reinfalle. Mein Bruder, hilf, ein Sumpfmonster! Oh mein Gott. War zwar kein Sumpfmonster, aber mindestens genauso hässlich. Als ich reinkam, hat Kosmos schon auf mich gewartet. Mach dir jetzt auch die Pfoten sauber. So wie mir jetzt immer. Obwohl, nein, geh mir einfach aus dem Weg. Ich geh mich jetzt bei Papi beschweren. Aber bevor Kosmos erzählen konnte, was ihn eigentlich stört, ist er einfach eingeschlafen. Bis Marcel versucht hat, ihn anzufassen. Moment mal, hat er sich eigentlich die Hände sauber gemacht?